Wiederschauen. So, damit wäre also die erste Division abgeschlossen und wir kommen nun zu einem Beitrag aus der zweiten Division. Wiener Neustadt, der überraschende Tabellenzweite gegen den LASK. Das Star-Ensemble nach einer Niederlage vorläufig auf Rang 8. Der Aufsteiger wird natürlich gegen das Star-Ensemble des LASK sehr schwer haben. Für die Linzer ist das Ganze natürlich ein Pflichtsieg und man baut auf viele, auch wahrscheinlich hochbezahlte Stars, wie etwa den Ex-Nürnberger Thomas Weißenberger. Fast 6000 Zuschauer passieren dann die Drehkreuze des Neustädter Stadions, das 1965 in der damaligen Staatsliga beim 3:1 gegen Rapid mit 13.000 Rekordbesuch hatte. Wieder warten dauert es denn fast eine halbe Stunde, bis es zu den ersten aufregenden Aktionen kommt. Einwurf für den LASK, die Oberösterreicher in den weißen Leibchen, Lorenz, Nummer 14, und Richard Niederbacher schlägt den überraschten Tormann Franzig. Der LASK führt in der 35. Minute 1:0. Die Oberösterreicher sind die technisch bessere Elf. Lorenz, Stromberg und Linzmeier die treibenden Kräfte. Grüneis verliert den Ball, Gableck rollt Fiabele auf und Gutlederer stellt auf 1:1 mit einem Eigentor. Die Wiederholung zeigt, dass Gutlederer das Bein von Libero Cataglia trifft. 1:1. Neustadt setzt nach. Hamilton Oliveira fabriziert einen Fehlpass. Der LASK kommt in Ballbesitz. Weißenberger. Grüneis. Lorenz. 2:1. Das ist der Halbzeitstand. Die Millionentruppe LASK bestimmt nach der Pause klar das Spielgeschehen. Gutlederer Lorenz setzt den Schlusspunkt 1:3. Wiener Neustadt verliert 1:3, verliert aber mit viel Kampfgeist sehr wenig Zuschauer. Das ist enttäuscht, was verloren haben? Keinesfalls, denn ich bin der Meinung, LASK ist sicher in der zweiten Division die beste Mannschaft, sowohl in technischer Hinsicht, in spielerischer Hinsicht. Kommen Sie wieder? Na sicher, das ist überhaupt keine Frage, ich bin ja treuer Anhänger von der Neustadt. Die treuen Anhänger, die sind wichtig für jeden Club. Richtiger Tipp in diesem Spiel, also 2. Schauen wir uns die anderen Ergebnisse in der zweiten Division an. Neustadt-LASK haben wir gesehen, 1:3. GRK gegen Krems vor 500 Zuschauern nur 0:0. Dann FC Linz gegen Obermatt, die Mannschaft von Riedl, vor 1200 Zuschauern 1:0. Duspara war der Torschütze, die rote Karte hat es für Bosniakow gegeben. Über 1000 Zuschauer dann bei Stockerau gegen Braunau, die Torschützen Walischek zweimal bzw. Peter Rüstitsch. Interessant, das Spiel musste für 20 Minuten unterbrochen werden. Schiedsrichter Fabian hatte sich verletzt und dann kam Schiedsrichter Mühl statt ihm. Und Spital gegen Buch 0:1, Torschütze Hofer. Da hat es drei rote Karten gegeben, nämlich für Zeko, Emich und Draxler. Also heute doch rote Karten, wahrscheinlich wegen der Hitze. Da hat man die Nerven doch nicht so unter Kontrolle. Gestern dann schon Wiener Kufstein 3:1 und Riedle oben 2:0 und am Sonntag spielt Pfaffer-C Wattens um 10.30 Uhr. In der Tabelle sieht es jetzt folgendermaßen aus. Da führen noch immer die beiden oberösterreichischen Vereine FC Linz und Ried mit 6 Punkten. Die beiden Oberösterreicher noch vor dem LASK und ohne Verlustpunkte. Dann geht es weiter mit Wiener, Neustadt, LASK, Kufstein, Stockerau mit 3 Punkten, dann Spital und unter den letzten 3 Pfaffer-C, Swarovski, Wattens und der TSV.